Lykanische Grüße, hier ist euer eiserner Lykan und willkommen zurück zu Das Ding aus einer anderen Welt. Ja, ich musste wieder hierher spielen, weil es ja keinen Speicherpunkt gab und ich keine Zeit, geschweige denn Lust mehr hatte weiterzuspielen. Und ja, was ist das letzte Mal passiert? Ja, wir haben keinen Tapferkeitsorden bekommen. Leider. Und wie sich herausgestellt hat, ist unser Commander mittlerweile selber ein Ding. Wurde infiziert. Und wir konnten uns natürlich aus dieser misslichen Lage befreien, weil wir der Held sind. Und wir haben, weil wir die Stimme von Bruce Willis haben. Also von Manfred Lehmann. Und ja, das ist eigentlich meine zweite Aufnahme, weil ich habe das letzte. Ich habe gestern, oder waren es vorgestern? Ich glaube gestern. Zwei Parts aufgenommen, aber leider ohne Stimme. Verdammte Technik. So. Wo? Ah, das kann ich selber reparieren. Ja, das finde ich auch. So. Haben wir Überwachungsraum. Mit Maschinengewehr. Ja. Und hier ist der Speicherpunkt. Das speichern wir. Ja, da sind ein paar. So, das hier speichere ich. So. Alle Sicherheitstore sind auf Identifizierung, ja. Auf Identifizierung der DNA-Sequenz von Testobjekt 485 eingestellt. Name Blake. Blake. Warnung, Fehlfunktion von Tor im Waffenkammersektor. Ja, nur eins der wichtigsten Tore. Na gut. Da ist eine Kamera und das Tor ist kaputt. Kaputt. Okay. Gehen wir da rein. Hey Kumpel. Ja, zeig mir deinen Mittelfinger. Ich brauche wohl einen Zugang. Und natürlich ist er ein Ding, ein Verräter. Das ziemlich schwer zu töten ist. Mit der richtigen Schalterfolge kann ich das Sicherheitstor vielleicht deaktivieren. Ja, das letzte Mal habe ich wirklich 4 Versuche gebraucht, bis ich es hinkriege. Ja, dann kommen nämlich hier ein paar Männer aus dem Fahrstuhl mit dem Granatenwerfer und selbst wenn ich auf die schieße, verlieren die kein Leben. Okay, jetzt kommt das ultraschwere Rätsel. So. Das schaff nur ich, ne? Ich bin der Rätselmann. Das sind Dinger, ne? Ist nicht so nett. Reloading. Ah, brauchen wir jetzt nicht. Oh, so. Scheiße hier. Warte mal. Das ist Sunny. Bräuchte vielleicht noch ein bisschen. Oh, verdammt. Verdammt. Ja, ich. Ja. Das hast du aber fein gemacht. So, jetzt gehen wir erstmal in den Computer. Hoppala. Dr. Sean Faraday, medizinische Forschungsdirektor Jen Ink. Ich mache mir zunehmend Sorgen über den Geisteszustand von Commander Whitley. Ich glaube, er hat sich selbst die B4-Variante des Cloud-Virus injiziert, obwohl ich ihn nach den Tests persönlich abgelehnt hatte. Im Augenblick befindet er sich unter meiner Beobachtung, doch sein Verhalten wird zunehmend unberechenbarer. Darüber hinaus erhalte ich vom Sicherheitspersonal unterschiedliche Berichte über sein Verhalten. Ich bin nicht sicher, wem ich diesbezüglich vertrauen kann. Es könnte sein, dass ich ein Gesuch um Terminierung einreichen muss, sollte die Sache außer Kontrolle geraten. Die Experimente mit Testobjekt 874 Blake haben keine eindeutigen Ergebnisse gebracht. Allerdings scheint eine minimale Zellanomalie vorhanden zu sein, die auf den Cloud-Virus zurückzuführen sein könnte. Ich werde weitere Tests durchführen müssen, da das Objekt dem Virus in seinen zahlreichen Formen ungewöhnlich lange ausgesetzt war. So viel zum Lesen. Ah.
Moment, war ich vorhin nicht eine andere Nummer? Stanberg, Curtis, Hansen, Raybould, Rowlands, Fisk, Woolley, Stanmore, Turner, Blake. Ich muss Whitley finden. So ist. So. Da ist schon mein Ding drin. Da ist nix. Verdammt, ich hab unten jetzt. Wie kommt er da? Okay. Ja, genau. Unten war eine Testspritze, wobei die brauche ich eigentlich nicht. Weil ich weiß. Oder ändert sich das immer? Ich teste es mal. Normalerweise müsste der sich verwandeln, wenn ich ihn raushol. Da würde ich jetzt keine Munition verschwenden. Einer verwandelt sich auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht, ob das zufallsbedingt ist. Oder nicht. Hey Kumpel. Gib mir eine Waffe. Na gut, einverstanden. Gut, er ist es nicht. Dann drücken wir ihm mal Fisk. Sein Name ist Fisk. Drücken wir dem mal Maschinengewehr in die Hand. Jawohl. Ja, Sir. Ah, verdammt. Wow. Moment, bin ich so cool und kann das. Wow, wow. Oh, oh. Lass mich. Oh, leck mich doch. Ah. Okay. Ganz cool, ganz cool. Ich spiel Mr. Cool in Person. Natürlich spazieren hier unten noch die Dinger rum. Das war die verschlossene Tür übrigens. Und dafür nehme ich jetzt. Grenade! Fire in the hole! So. Oh. Ja, ich. Ich bin der Champion himself. Stirb! Stirb, stirb, stirb. Geh auf, geh auf, geh auf. Hallo? Okay. Aha. Kumpel. Kumpel. Boah, jetzt. Bah. Ich erschreck mich so, ne? Also, Leute. Techniker. Techniker. Okay. Kommst du? Machst du ganz? Terminal. Jawohl. Schon gut, Memme. Genau das gleiche hat er das letzte Mal auch gesagt. Genau in dem im gleichen Raum. Okay, danke. So. Klack, 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 klack. Terminal 747. Erbitte Zugangscode für Fahrstuhl. Zugang gewährt. Code 2710. Einen schönen Tag noch. Ah, da ist er ja. Ja, meine Stimme war gerade irgendwie auf der. Immer noch am Computer, obwohl ich weg war. Dann sag ich mal. Nein, das überspeichere ich nicht. Das überspeichere ich. Nicht, dass die Aufnahme mal wieder verhunzt wird. Wird. Ja, ich hole hier noch Munition, weil hier gibt es schön Maschinengewehr. Ammo. Du kriegst auch noch Ammo. Okay, okay. Ein bisschen Maschinengewehrmunition. Alles gesammelt. Jetzt können wir also mal weitergehen. Oh. Nachts höre ich Dinge, die mir wirklich Angst einjagen. Ist alles so verrückt? Dauernd verschwinden Leute, aber ich weiß nicht warum. Was geschieht hier? Was geschieht hier mit uns? Warum werde ich festgehalten? Ich muss hier raus. Hinten in meiner Zelle ist eine Platte. Möglicherweise ein Zugang zu einem Luftschacht. Wenn ich sie nur aufbrechen könnte. Aber die Wahrscheinlichkeit ist eher gering. Ich bezweifle langsam, dass es eine Chance zum Überleben gibt. Warum liegst du denn hier? Warum? Warum? So. So, Leute. Schnell ist das mal. Ja. Nein, schnell. So.
Schuss. Dann dort das Schuss. Was wäre ein Spiel mit Monster, ohne Gegner, mit Waffen? Hallo. Vor allem... Hallo, Tür zu. Scheiß drauf. Vor allem die halten schon viel aus. Und am schlimmsten ist, die verteilen auch sehr viel Schaden. Leute, kommt. Hallo. So. Du reparierst das. Hallo. Kommst du? Besser nicht. Los, 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 los. So. Wir haben sie jetzt einfach aufgelöst. Es wäre mal cool, wenn du Fisk heilen würdest. Kumpel. Hallo. So, da drin war... Ja, Schmerz. Oh, und eine Schrotflinte. So, Munition. Du brauchst noch was. Dann brauchst du sehr viel. Hi. Oh, oh, oh. Wahrscheinlich sterbe ich gleich, weil mich mein Kumpel erschießt. Hallo. Scheint sicher. Bereich scheint sicher. Hallo, heißt du Fisk auch noch? Schon gut, Memme. Ja. Und Dickson? Danke. Nein, den halte nicht. Der ist nicht würdig. Nein, wir gehen jetzt ganz schnell durch. Ja. Was? Was? Hallo? Wo ist Fisk? Wo ist Fisk? Ach da. Hey Sunny, heil mich mal. Ich brauch's. Hallo. Hallo. Nachladen. Nein, du aktivierst das hier nicht. Das müsste helfen. Dankeschön. Der Reich scheint sicher. Naja, er scheint nur sicher. Leute, Leute, Leute. Ja, das ist aus. Still, ich mach das schon. Wen heilst du? Dickson. Ich finde einen Weg. Natürlich finde ich einen Weg. Ein Wake, ich bin Bruce Willis. Stirb langsam Antarktis oder Antarktika. So. Hier bin ich auch gestorben. Wow. Nein, damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Tür auf. Hallo? Tür zu. Ah. Okay. Das große Ding habe ich jetzt nicht mehr gedacht. Was ist? Was zum? Das hat ja immer einen unterschiedlichen Kopf. Okay. Heute Ich brauche einen Techniker. Ich brauche einen Techniker. Gut, ich kümmere mich dann gleich drum. Das letzte Mal bin ich hier erschrocken. Nein! Nein! Oh.
Och, oh. Ich trottel. Ja. So endet es wieder ein Part. Ja. Ja. Und hier wäre ein Speicherraum gewesen. Bis ich das wieder durch habe. Ei, 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 ei. Na gut, Leute. Ich hoffe, ihr schaltet es trotzdem wieder ein, auch wenn mal wieder was passiert ist. Würde mich freuen. Und ja. Ja. Ja, das war's jetzt wieder mit das Ding. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.